Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist euer Stürmi. Ja, heute gibt es das Orakel von dem Bundesligaspiel Bayern gegen Hannover 96. Ja. Tabelle sieht so aus, dass Bayern mit 71 Punkten auf Platz 1 ist und Hannover 96 ist auf dem letzten Platz und wird wahrscheinlich absteigen. Wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall. So, leider habe ich nicht die richtigen Aufstellungen gemacht hier. Ich, ja, einfach vergessen. Aber ich starte jetzt einfach mal. So, die Bayern von links nach rechts. So, mein Tipp wäre für Bayern ein 4 zu 0. Ob ich das hier auch erreiche, weiß ich schon nicht. Sehen wir mal. Also Hannover 96 diese Saison echt schlecht. Ja, dann müssen sie sich in der zweiten Liga wieder richtig zusammensetzen und dann vielleicht klappt dann wieder der Aufstieg. Aber so kleine Vereine haben es halt schwer. Nicht, ist ja nicht so wie Dortmund oder Bayern oder sonst irgendwelcher Verein. Ach, das war ja nix. Das war nix hier. Komm, komm an. So, hier Gnabry, Gnabry in die Mitte und ah, keiner da. Okay, noch Startschwierigkeiten hier der Bayern. Aber man sieht schon die Überlegenheit eigentlich. Oh ja, der war gut. Ja! 1:0 für Bayern München in der 19. Minute. Durch Gnabry. Jabolski. Passt doch schon mal. Also Neuer wird wahrscheinlich schon mal nicht spielen. Dafür Ulreich. Und der Rest sehen wir ja dann. Nein! Ach, komm an. Das hätte das 2:0 sein müssen. Ach, nein, 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 nein. Das ist bitter. Nein! So. Also Hannover 96 hat hier fast kaum Chancen. Wenn sie mal den Ball haben, dann dauert es nicht lange, bis sie den Ball wieder weg haben. Jawohl. Freistoß. Der war gar nicht schlecht. Nicht schlecht. Also Freistöße kann ich sowieso nicht so gut. Keine Ahnung warum. Manchmal gehen sie rein, manchmal auch nicht. Das ist genau wie mit den Ecken.
Oh nein. Ah, sie kam mal vors Tor jetzt ein bisschen. Oh, was macht ihr? Lecco mio. Oh. Da stehen die ziemlich weit vorne hier, die Abwehr. Oh, was macht ihr? Lol. Jawohl. Mal ein bisschen früher rüberspielen. So, Kimmich. Ah, Hannover rettet zum Eckball. So, Halbzeit. So, die nächste Halbzeit werde ich hier jetzt für Hannover spielen. So. Zurück und... Boah. Ich lasse es mal so. So, mal gucken, ob ich mit Hannover jetzt irgendwie was reißen kann. Sie können ja echt gar nichts. Komm schon. Ja, noch zum Gegner. Super. Ja. Nein. Komm schon. Ja. Also Bayern, ja. Richtig stark eigentlich. Ah. Oh. Schade. Eins, eins, ja. Also wenn es wirklich so käme, dass Hannover ein 1-1 macht. Aber das letzte Spiel haben ja die Bayern auch unentschieden gespielt. Und Schalke hatte verloren. Ach, Schalke, Dortmund hatte verloren. Gegen Schalke. Oh, Eckball. So, Thiago geht raus. Ich wechsle jetzt auch mal hier. Wen haben wir denn hier? Ich mache mal Wut rein und ja doch Wut. Und wen holen wir heraus? Den hier.
Und weiter geht's. So. Und weiter geht's. Nein. Nein. Ach, was war denn das für ein Schüsschen? Was war das für ein Schüsschen? Was war das jetzt? Muss man das verstehen? Komm schon, drauf. Nein! Ach, als ob. So, Eckball für Hannover. Ach. Komm, den kriegst du noch. Oha. Nein! Also ein Unentschieden, denke ich mal, dass das nicht gibt. Also im Real Life denke ich mal 4-0. Ich denke mal, wenn ich jetzt nur Bayern gespielt hätte, dann stände es bestimmt schon 3-0. Lauf! Warum ist er so lahmarschig? Oh, Müller geht raus. Müller raus, Rodriguez rein. Ja, klasse. Lol, was war das für ein Schuss? Jetzt geht Alaba noch raus. Da kommt Ribéry. Jetzt wollen sie hier voll die Offensive machen. Jawoll. Und weiter geht's. Komm, 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 komm. Nochmal Eckball. So, kein Spieler da von mir. Na, super. So, tun wir mal hier. Oh, Command trickst. Command trickst. Oh, ah, Bayern ist jetzt am Drücker hier. Die letzte Minute läuft, die Reale. Könnte noch Nachspielzeit sein. Jawohl, lauf, 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 lauf. Lol. Ha. Niemals, niemals. Also ich glaube, im Real Life gibt's das nicht. Aber schön gespielt von Hannover hier. Als von mir. Ja. Einmal Baccalords und einmal Wut. Ich glaube, ich hätte Wut gleich reinstellen sollen. Und aus, aus, aus. Das Spiel ist aus. Im Orakel endet das Spiel jetzt hier 2 zu 1 für Hannover 96. Alles klar. Naja. So, ich hoffe, euch hat das Orakel gefallen. Und sagen wir mal bis zum nächsten Mal und